Schatz. Hallo. Hi. Guten Morgen. Was heißt hier guten Morgen? Dreimal schon hintereinander. Mein lieb Sanche Ebelandzau. Wann fangen wir an? Um 4. Nee. Nee? Nee. Ich hab gedacht um 4 Uhr. Seit wann das? Weiß ich nicht. Machen wir andere Zeit hier oder was? Nein, aber ich musste essen, mittags essen. Ich habe Hunger gehabt. Das interessiert mich nicht. Pünktlichkeit ist hier, gell? Nächstes Mal mache ich. Nix gibt's. Doch. Nee. Doch. Ab nach hinten, Haare machen. Okay. Kann ich kaufen so? Nee. Rausnehmen hier. Wir sind keine Wiederkäuer hier, ausfertig, gell? Und jetzt Haare machen, zack, okay. Nach innen. Verschwind aus der Augen und dann nachher raus, ja. Okay. Ja. Jetzt. Was soll ich denn mit Krautfuß machen? Abschneiden. Wie? So läuft sie mir ja nicht rum. Mit diesem Gestrüpp hier wird hier nicht rumgelaufen. Wir machen locken. Wir machen gar nichts. Okay, sie rein. Geht. Du gehst jetzt schön mit nach hinten und sie macht dir jetzt die Haare. Was sagt mein Mann dazu, wenn ich die Haare kurz schneide? Wer sagt mir kurz? Das wird hier doch nicht kurz geschnitten. Wer ich laufe doch nicht mit solchen Haaren rum. Piano. Bitte mitnehmen nach hinten, hinsetzen. Kommen Sie bitte mit. Nein, ich nicht. Aber sicher doch, dann kommen wir zusammen. Ich will nicht solche Haare haben. Das sieht wie Bauer aus. Oh, dann machen wir ein Bauermädchen. Dann machen ich will keine Bauermädchen sein. Nee, die sind aber schon nett. Die Locken. Wir locken diesmal nicht. Doch. Ja, nein. Schauen Sie, wie das Mädel aussieht. Das Mädel wird jetzt und auch... Und Sie, das ist ja viel zu kurz. Was heißt hier, wie das Mädel ja aussieht? Ich bin keine 19. So, jetzt ist jetzt Ruhe. Wer bist du überhaupt? Ich bin neu hier. Ich bin die Jacqueline. Ja. Die Frau Schmitz hat nichts gesagt. Ja, aber ich kann auch Haare schneiden. Ich will die nicht schneiden. Ich möchte Locken haben. Ich bin normalerweise Schneiderin. Aber ich schneide Ihnen auch die Haare. Das ist für mich auch kein Problem. Das ist ja ähnlich wie Stoff. Das ist ja. Sie können nicht so Kleid schneiden, aber doch nicht die Haare. Ich möchte die einfach locken. Schön stylen. Ja, wir schneiden ihn kurz. Wir machen den Zopfchen ab. Nein, ich will ganz süß aussehen. Ich will nicht süß aussehen. Kurze Haare machen alt. Das sieht wie eine Oma aus. Keine Diskussion. Dann mache ich sie schrecklich. Das ist ja auch für mich. Frau Schmitz, das ist eine Schneiderin. Ja, Schneiderin. Schneiderin. Genau. Die kann aber gut schneiden. Jetzt hat sich hingesetzt. Ja, Kleidchen schneiden und so weiter. Aber ja, das nicht die Haare. Ich bin kein Versuchskaninchen. Aber so wird hier nicht rumgelaufen, es wird geschnitten. Ausfertig. Kann ja sehr gut schneiden. Es wird hier nicht rumgemacht. Ich kann auch gut malen. Ja? Ja. Und? Wo? Ja. Nicht da. Ich kann gar nicht malen. Das ist die Wahrheit. Und die Frau erzählt irgendwas. Wir schneiden die Haare. Gehen Sie mal hin. Also ich mache wirklich eine Anzeige. Das geht nicht so. Keine Anzeige wird gemacht. Und Schneiderin die Haare schneiden lassen. Das ist ja wirklich unfair. Ja. Also das sieht aus wie ein Zelt. Ich weiß nicht. Orange. Nein, Papageichheit. Bitte ruhig halten, hinsetzen. So. Und jetzt bin ich auf Campingplatz. Ja, glaube ich, oder? Super. Schön zutern, dass nichts reifelt. Ja, das machen wir mal auf. So. Schön zutieren. Ja. Umbringen. Ah ja, wenn es dicht blau wird, dann kann es ein bisschen locker machen. Dann kann ich mich ein bisschen beruhigen. Ich habe mich auch nicht mehr. Sicher. So.